heute man zurückliegt, aber die Formel 1 ist ein Lotteriespiel. Heute kann man gewinnen, am nächsten Tag fällt man aus mit einem technischen Defekt und schon sind 9 Punkte verloren. Sie wissen vielleicht, liebe Zuschauer, die ersten 6 erhalten Punkte. Nach dem Modus 9, 6, 4, 3, 2, 1 werden die Punkte verteilt. Prost also weiterhin in Führung. Reutemann 0,7 Sekunden zurück. Dann etwas größer. 4,6 Sekunden. Man konnte die schnellen Lenkradbewegungen erkennen, mit denen das sogenannte übersteuerte Fahrzeug abgefangen hat. Eine sehr gute Kameraeinstellung, die ganz deutlich zeigte, welche Probleme Laffite in dieser Kurve hatte. Deutlich auch zu sehen, dass Jones jetzt Boden gut macht, an Reutemann heranrückt. Und man darf gespannt sein auf dieses Duell zwischen den beiden Williams-Piloten. Eingeweihte wissen, dass man sich im Team von Frank Williams nicht sonderlich grün ist. Alan Jones lag an 19. Stelle. Jetzt konnte man toll sehen, wie Jones aus dem Windschatten heraus Reutemann überholt hat, ihn wirklich sauber ausbremst. Und es ist natürlich klar, dass sich Reutemann in seiner Situation als WM-Leader auf keinen Kampf einlässt. Er wird sich denken, lass ihn ruhig fahren, vielleicht gibt es Probleme, mein dritter Platz genügt mir. So wie er es ja in Silverstone gemacht hat vor 14 Tagen, er ist einfach mitgerollt, kann man sagen, war in keiner fahrenden Erscheinung und war zum Schluss Zweiter, kassierte 6 Punkte, während fast alle Konkurrenten ausgefallen waren. Wechsel also in den vorderen Positionen, Alain Prost immer noch an der Spitze, zweiter Platz jetzt für Alan Jones, dahinter Carlos Reutemann.